Es ist der 26. März 2021, Freitag. Ich habe diese Woche am Dienstag, am 23. eine Süddeutsche Zeitung in die Hände bekommen. Die habe ich in der S-Bahn gelesen. Und man kann sagen, was man will. Man kann da schon viele interessante Sachen finden. Ich habe einfach jetzt während der Fahrt drei Artikel gesehen, die ich interessant fand, oder drei Meldungen. Und ich mache da jetzt drei Filme draus. Der erste ist unter dem Titel, würde ich jetzt mal sagen, heitere Weltpolitik. Joe Biden ist in den USA ja bekanntermaßen Präsident. Da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drüber diskutieren, wie und er ist Präsident, Punkt. Und eines der großen Themen ja im Wahlkampf war natürlich der böse Trump, macht die Grenze zu Mexiko dicht, zu Südamerika, da wo alle hochströmen, die armen Leute. Und man hat dann Bilder gesehen im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf von den Camps, wo die Kinder, unbegleitete Kinder, ja, in schlimmen Zuständen sind, die dann aber wohl nicht so schlimm waren. Aber man sah diese Bilder auf CNN, auf MSNBC und auf diesen ganzen demokratischen Kanälen, vergleichbar eben mit unseren ARD, ZDF und auch den Privatsendern. Also da läuft ja genau das Gleiche, da, wie bei uns eben die Seenotrettung oder in den Lagern, die Kinder immer thematisiert werden, wie schlimm das ist, die unbegleiteten Kinder sollen doch zumindest gerettet werden. So ist es da in Amerika auch, in den USA. Und diese Bilder hat man eben genutzt, um Trump zu schaden und um Biden oder die Demokraten halt zum Sieg zu verhelfen. Und Trump, der diese Mauer gebaut hat, zu Mexiko oder zumindest angefangen hat, die zu bauen, die ja auch wirklich Wirkung gezeigt hat. Also das war natürlich Teufelswerk in den Medien. Und ich denke mal, nicht zuletzt haben natürlich die guten Menschen in den USA dann Biden gewählt. Wie gesagt, wie auch immer diese Wahl zustande gekommen ist, das Ergebnis. Und jetzt lese ich am Dienstag, ich möchte nur so ein bisschen zitieren, Joe Bidens erste große Krise. Mehr als 15.000 Kinder und Jugendliche sitzen in Auffanglagern auf der US-Seite der Grenze fest. Sie sind in den vergangenen Wochen aus Mexiko eingereist, nachdem Bidens Regierung erklärt hatte, dass sie unbegleitete Minderjährige nicht mehr automatisch abschieben würde. Die Grenzöffnung für Migrantenkinder war Teil eines größeren Kurswechsels des Präsidenten. Biden beendete unter anderem ein von Trump eingeführtes Programm, das Migranten zwang, auf der mexikanischen Seite auf die Behandlung ihres Asylgesuchs in den USA zu warten. Was dazu geführt hat, dass eben Tausende in schmutzigen Camps warten mussten. Und Biden hat das verändert. Ein Abschiebestopp für 100 Tage, den aber ein Gericht in den USA wieder kassiert hat. Also damit war der vom Tisch. Und er legte einen Gesetzentwurf vor, dass 11 Millionen illegale Einwanderer den Weg zur Staatsbürgerschaft irgendwie bescheren sollte. Und was war der Preis dafür? Steht hier im Artikel für diese humanere Einwanderungspolitik eine starke Zunahme von Migranten. Jetzt strömen sie alle aus Südamerika natürlich zur Grenze. Die wollen in die USA, weil sie sagen, Herr Biden lässt uns herein. Und das gibt natürlich Probleme. Und jetzt sagt ein demokratischer Abgeordneter aus Südtexas, also genau in dem Gebiet, wo eben dieser der Grenzbereich ist, Bidens Politik gibt Scharen von Menschen einen Anreiz, hierher zu kommen. Und der einzige Weg, das zu stoppen, ist die Politik wieder zu ändern. Das sagt Vincent Gonzalez. Ja, der hat wahrscheinlich auch irgendwelche Migrantenwurzeln, wenn er Gonzales heißt. Es ist so wunderbar, es steht übrigens auch noch da, dass die USA auf eine Rekordzahl an Migranten zusteuert. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Vielleicht kann ich den Artikel verlinken. Ich weiß nicht, ob ich den finde im Internet. Ich habe den hier in der Druckversion oder in der Zeitungsversion. Es zeigt einfach diese gut, Menschenpolitik fällt einem immer wieder auf die Füße, wie auch bei uns, die Grünen. Von mir aus dürfen die an die Macht kommen. Ich meine, das ist wahrscheinlich eh nicht mehr zu verhindern. Es wird wahrscheinlich keine schwarz-grüne, sondern eine grün-schwarze Regierung mit dann wirklich einem grünen Kanzler, Kanzlerin.
die sollen es machen. Die werden dasselbe Dilemma erleben. Die können sagen, ja, kommt alle, auch ach, kommen ja nur die Kinder. Ja, aber die Eltern müssen wir ja dann auch mitnehmen und die Großeltern, damit sie nicht so allein sind. Man kann es durchziehen, aber genau das wird passieren. In der Praxis wird das scheitern. Und wie gesagt, das ist für mich heitere Weltpolitik. Joe Biden scheitert an der Sache, mit der er vielleicht ja wichtige Stimmen gewonnen hat im Lager der jungen Wähler, die eben genauso ticken wie unsere jungen Wähler, unsere grünen Wähler, die sagen, ja, wir müssen doch helfen. In dem Sinne, es kommt noch ein zweiter und dritter Film zu solchen, ja, nicht solchen, aber zu Themen oder Meldungen aus der Süddeutschen vom Dienstag. Bis dahin, ciao.